Bruno, ich hab dich um den Baumbatten für den Spitzahorn gebeten. Und jetzt stehen wir da bei deinem Battenbaum. Ja, Elfriede, natürlich habe ich ganz gern die Baumpatenschaft für den Spitzahorn übernommen. Wir stehen da jetzt vor dem jungen Baum mit kräftigen, saftigen Blättern. Und ich glaube, dass das ein Symbol ist für Neubeginn und für Aufbruch. Neubeginn ist selbstverständlich auch unser Thema jetzt mit den Lebensbäumen vom Bad Kreuzner Baumkreis. Und du hast uns da von Anfang an unterstützt mit den Möglichkeiten, die du hast, grafisch und solche Sachen und auch mit dem Lebensbaum. Ja, natürlich ist mir das ein großes Anliegen, dass wir auf unsere Natur schauen, dass wir auf den Schatz schauen, den wir in unserer Region haben. Und ich habe natürlich sehr gern mit unserer Werbeagentur, die wir da in Bad Kreuzen haben, mitgearbeitet, dass letztendlich jetzt dieser schöne Baumkreis mit den vielen Baumpatenschaften entstanden ist. Ja, viel hat dieser historische Platz da schon erlebt. Aber seit den 1970er Jahren ist wieder neues Leben eingekehrt mit den Burgfreunden. Seit ein paar Jahren darf ich da auch aktiv mitarbeiten. Wir haben uns eigentlich immer dafür eingesetzt, dass der historische Teil, also die alte Anlage der Burg, erhalten bleibt. Und das ist mir natürlich selber ein besonderes Anliegen, dass das gemacht wird, weil durch meinen Standort, den ich habe, also im Würzenberg, sehe ich ja ganz gut auf die Burg um und mir gefällt das eigentlich jeden Tag aufs Neue, wenn ich umschauen kann und sehe, wie schön und prächtig dieses Bauwerk in der Landschaft steht. Rund um die Burg finden unsere Gäste 6 Lebensbäume und die sollen sie entdecken lernen. Mir war auch wichtig, rund um die Burg was zu haben, denn Familien mit Kindern können oft nicht so weit wandern oder mit Kinderwagen, aber um die Burg kann es jeder selber entdecken und aufsuchen. Ja, ist natürlich eine ganz klasse Geschichte, dass auch rund um die Burg da dieser Lebensbaumweg entstanden ist, seitdem viele Gäste uns besuchen und seitdem da halt viele Nächtigungen in der Burg sind, ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil, dass man ein Programm für die Menschen bietet, die in unsere Region kommen und dass man ihnen einfach unser Gedankengut und unsere Natur näher bringt. Und das ist, glaube ich, sehr gut gelungen. Ja, jetzt schauen wir noch zu unseren Wanderfreunden und zu der Tourismusmütze. Unsere Lebensbaumtafeln werden mit Maschen gekennzeichnet. Ja, Ma, das interessiert mich eigentlich eher schon. Da gehe ich gleich mit dir und schauen wir uns das an. Annemarie, du bist heute als Vertreterin für unsere Wanderfreunde unterwegs, für die Kreuzner Wanderfreund. Ihr habt jetzt ganz fleißig unsere Lebensbäume markiert. 22 Lebensbäume, in unserem Fall sind 26 Tafeln, was ihr markiert habt. Ich darf mich herzlich bedanken. Was möchtest du dazu sagen? Es war eine schöne Aufgabe und schön, wenn man da für Bad Kreuzen was dazu beitragen kann und wenn man einen Verein unterstützen kann, dann machen wir das gern. Das ist heutzutage schon sehr selten, darum bin ich umso dankbarer für euch alle, für die ganzen Wanderfreunde. Bitte richtet einen schönen Gruß aus und danke nochmal für die Mithilfe, weil es unbezahlbar die freiwilligen Helfer und das wissen wir sehr zum Schätzen. Und natürlich werden wir sich eh Zeit bei einer Wanderung euch eine schön markierten Bäume mal anschauen.